Zuschauer hier beim Künstler-Talk. Sie wundern sich wahrscheinlich, ist das jetzt ein verlängerter Opener? Kommt jetzt womöglich eine zweite Moderatorin? Gibt es jetzt eine Doppelmoderation? Nein, natürlich nicht. Eine Moderatorin kommt schon. Doro Schostock kommt hier. Frisch vom Laurentiusplatz ist sie bis hierhin gelaufen und ich sehe auch schon von der Redaktion das Zeichen. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Da ist sie. Hallo Doro. Hallo Kirsten, hallo. Ich guck dich gar nicht an, Entschuldigung, aber was hast du für Schuhe an? Bist du damit jetzt hier hingekommen? Fast, fast. Auf jeden Fall sind sie sehr hoch und ich würde mich freuen, wenn ich sie ausziehen dürfte. Zieh sie aus. Sie sehen furchtbar unbequem aus, auf Dauer. Auf Dauer, ja. Auf Dauer. Ich stelle sie einfach mal ganz unhöflicherweise auf den Tisch. Ich hoffe, morgen wird es kein Gewitter geben. Aber sie sind so hübsch, ich will sie nicht auf den Boden stellen. Sehr demonstrativ. Wie hoch ist der Absatz? Knapp 17 cm. Knapp 17 cm, meine Damen und Herren. Das ist schon Kunst, darauf zu laufen. Aber das ist eigentlich nicht die Kunst, weswegen wir dich hier heute vorstellen. Nein. Sondern Doro Schostock, gib mir mal recht, auch Moderation ist Kunst. Ja, Moderation ist definitiv Kunst. Also in meinen Augen gehört zur Moderation nämlich viel mehr als nur Sprechen. Zum einen hat das natürlich was mit Personality zu tun, also mit der Persönlichkeit des Menschen. Und zum anderen geht es auch darum, in der Körpersprache durch alle möglichen Kanäle, die man so hat, Inhalte rüberzubringen. Und das Ganze natürlich auch mit Outfits zum Beispiel oder auch mit einer Show zu umrunden. Ja, das machst du richtig. Und das hat dann auch einen ganz anderen Namen, nämlich Showmoderation. Genau, schon. Was ist das? Bei der Showmoderation geht es darum, ein Part des Ganzen zu sein, also ein Part der kompletten Inszenierung. Mhm. Es geht nicht darum, eine Gruppe zu haben, die dann vorzustellen, dann kommt der nächste Part, sondern es geht darum, ineinander zu fließen. Also man kann sich das praktisch vorstellen, wenn da jetzt zum Beispiel eine Salsa-Show ist, dann würde ich auch in einem Salsa-Kostüm kommen, würde einen Teil des Stückes sogar vielleicht mittanzen und im Anschluss daran halt wirklich im Kostüm passend zur Inszenierung das Ganze dann moderieren. Ja. Das heißt, das geht jetzt auch nicht mit jeder Show, die man moderiert, sondern das geht jetzt wirklich nur mit Moderationen, mit Shows, wo also getanzt wird oder sonst irgendeine künstlerische Darbietung. Genau, hauptsächlich Tanz. Wir gehen aber jetzt auch in die Richtung Varieté. Wir haben jetzt einige Anfragen und einige Konzeptionierungen, an denen wir auch arbeiten. Mhm. Und das soll schon der Fokus sein. Also es geht wirklich in Tanz, Varieté, Showprogramme allgemein, ja. Ja. Also da produzierst du dich auch richtig auf der Bühne und musst dich nicht immer vornehm zurückhalten, weil du nur deine Gäste moderierst. Nein, also da ist wirklich Action auf der Bühne. Also davon kann man sprechen. Das ist viel, viel, viel Vorbereitung dafür notwendig, ja. Aber es macht auch unheimlich viel Spaß, dann auf der Bühne zu stehen und wirklich halt auch ein Actor zu sein. Also wirklich da zu stehen und sich auch verbeugen zu dürfen. Und ja, ich habe auch etwas geleistet, etwas geboten und etwas präsentiert. Klasse, fantastisch. Und damit du dich da richtig wohlfühlst, hast du dann auch ein anderes Outfit. Du hast uns zwei Kleider mitgebracht. Genau, also ich arbeite normalerweise mit einem Kostümverleih zusammen. Ich habe jetzt mal aus meinem Privatfundus etwas mitgebracht. Man sieht so in die Richtung ein bisschen Katy Perry dann mit einer schwarzen Perücke oder in die glamourösere Richtung wie das goldene Kleid. Und
Dann wird es schon abgehen, auch kostümtechnisch, ja. Aber man muss dann auch richtig die Tänze alle beherrschen, ne? Das tust du. Das tue ich, ja. Also ich bin keine Profitänzerin, ich tanze aber seit 15 Jahren, habe eine klassische Tanzausbildung damals genossen, habe auch Tanzunterricht gegeben an verschiedenen Tanzschulen, an der Universität. Und ja, dadurch bin ich auch eigentlich zur Moderation gekommen. Also ich stand halt 15 Jahre auf der Bühne und es tat einfach so gut und es war so, so schön, den Applaus auch zu genießen. Es ist eine unheimliche, ja, quasi schon Droge, der Applaus. Also es ist echt berauschend. Ja. Und deshalb war für mich einfach klar, ich möchte auf der Bühne stehen. Ich möchte allerdings auch fachlich auf der Bühne stehen. Also ich beende jetzt gerade mein Studium zum Diplomökonom. Und es soll schon in 10, 15 Jahren wirklich in die klassische Nachrichtenschiene gehen, also öffentlich-rechtlich. Ja. Jetzt aber gerade genieße ich die Jugend sozusagen und tummel mich dann mehr auf Veranstaltungen und im Bereich der Kinderunterhaltung, wie zum Beispiel der Kika-Sommertour. Ja, da hast du den Kika-Tanzalarm auch passenderweise dann moderiert, ne? Genau. Ja, den guckt mein Sohn auch mal total gerne. Tanzt dann auch immer mit vor dem Fernseher. Es gibt ja das Klassische, also wir können ja ein bisschen Training machen vielleicht, spontanerweise. Okay. Also es gibt ja den A-E-I-O-U-Song. Ja, den kenne ich. Ja, genau. Und ja, da muss man ja die Buchstaben nachmachen. Und ein A, es geht so zum Beispiel. Genau. Genau, das Und das A. I finde ich ganz toll. Das I geht nämlich so. Genau, aber das E, das mache ich jetzt hier nur sehr ungern. Nee, das E würde auch gerade mit meinem Kleid, glaube ich, nicht funktionieren, aber dafür gibt es ja dann den Kika-Tanzalarm. Genau, kann man auf jeden Fall mal gucken, richtig. Gut, dass ich drum herum gekommen bin. Aber Schauspielerei brauchst du jetzt bei deinem nächsten oder bei deinem zukünftigen Projekt auch ein bisschen. Mhm. Wenn man ein Hörspiel aufnimmt und spricht, dann muss man auch ein bisschen Schauspielerei können. Das stimmt, zumindest sprachliche Schauspielerei. Also ich nehme parallel jetzt gerade noch extra dafür auch Sprechtraining. Mhm. Und wir werden ein Hörspiel produzieren, das heißt Hungerkind. Das ist von Andreas Hahn. Er ist ein Wuppertaler Autor, hat schon mehrere Bücher geschrieben und arbeitet jetzt halt gerade an seinem ersten Hörspiel. Mhm. Und da geht es halt, also schon her, ich sag mal, ja, eine Gefühlssache, also schon ein hartes Thema, ja. Also es geht um Frauenhandel und da betrifft es ja uns auch sehr stark, wenn man davon hört, wenn man sich in die Lage mal reinversetzt, ist es doch schon hart, was da abgehen kann. Und das möchten wir halt dann auch als Hörbuch präsentieren. Alles, was damit zu tun hat, aber Korruption und alles. Und ich werde dort eine Nebenrolle spielen als Ärztin. Und muss dann halt auch die Diagnosen stellen und die Patienten dann halt quasi behandeln. Und also ich denke, das wird schon hart werden. Also die Aufnahmen sind auch nicht abgeschlossen. Das Hörbuch wird jetzt Ende des Jahres hoffentlich auf den Markt kommen. Ja, aber du hast also deine Texte schon und übst schon fleißig. Ja, ja. Also die Emotion ist halt was ganz anderes als Kinderanimation oder Kinderunterhaltung. Ne? Dieses Fröhliche, dieses Genießen, auf der Bühne stehen, den Menschen Freude zu machen. Das macht man mit diesem Hörspiel bestimmt auch, aber ich denke, man wird sie auch zum Denken bringen. Mhm. Und da muss man sich schon emotional ein bisschen einfügen. Das ist schon schwierig. Ja, ne? Das glaube ich. Mhm. Prima. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön, Kirsten. Und wenn Sie mehr über Doro Schostock erfahren möchten, dann schauen Sie bei ihr auf der Internetseite vorbei. Und beim nächsten Mal schauen Sie hoffentlich auch hier wieder beim Künstlertalk vorbei. Tschüss, machen Sie es gut. Bis dahin.